Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Extra-Tobi. Ich treibe mich heute auf der EuviCon 3 in Frankfurt rum und unterhalte mich jetzt so zusammenfassend für den ganzen Tag mit ein paar Piraten. Gestartet habe ich mit Bernd Schlömer, bekanntermaßen unserem Parteivorsitzenden. Dann gefolgt von Nico Kern, unser Abgeordneter im Landtag, der sich um Fragen in Sachen Europa kümmert. Und danach darf ich mich mit unserer NRW-Spitzenkandidatin Melanie Kalkowski unterhalten. Abschließend hat sich dann noch Robert Steinholzheim die Zeit genommen, sich mit mir über seinen morgen kommenden Slot zu unterhalten. Viel Spaß dabei! So, jetzt war ich mal so frei, mir mal eben unseren Bernd, den Bernd Schlömer, zu greifen. Hallo Bernd. Hallo. Auch hier wollen wir es ganz kurz machen. Was verschlägt dich hierher auf die EuviCon? Also ich bin gebeten worden, die Eröffnung der EuviCon zu machen in diesem Jahr oder jetzt in diesem Halbjahr. Und mache das gerne. Bin jetzt heute Morgen mit dem Zug aus Berlin angereist und werde gleich 15, 20 Minuten etwas sagen. Ist das auch so dein Thema, Europa und Wirtschaft? Oder bist du rein in der Eigenschaft als Parteivorsitzender da? Das ist immer schwierig, weil ich glaube, man ist aufrichtiger, wenn man sagt, man ist kein Experte. Ich spreche hier wahrscheinlich vor Experten. Und wir Piraten sind ja glaubwürdig. Da darf man das durchaus mal sagen, wenn man irgendwo kein Experte ist. Genau, das kann man sagen. Also ich bin kein richtiger Experte. Ich versuche, ein paar Gedanken zu äußern und vielleicht finden Sie fruchtbaren Bogen. Das heißt, wir hören gleich eine Eröffnungsrede von dir. Bist du heute und morgen da, oder? Nein, also ich hatte gestern Abend noch einen Termin in Berlin. Dort habe ich gekocht für die Piratenpartei und konnte dann gestern nicht mehr anreisen. Bin heute Morgen dann um 4:45 mit dem Zug aufgebrochen von Berlin aus. Werde jetzt noch früher als ich, ja. Ja, werde jetzt bis heute Nachmittag bleiben und dann fahre ich nach Hamburg, weil ich noch die Chance wahrnehmen möchte, einmal einen Tag meine Familie zu sehen, bevor ich am Montag wieder arbeiten muss. Das ist eine legitime Forderung. HelkeCon, QueerCon, da hattest du keine Möglichkeit wahrscheinlich, dich da fliegen zu lassen. Also es gab keine Anfrage. Hallo Bernd. Es gab keine Anfrage. Der HelkeCon, ich habe eine Anfrage für diese Konferenz bekommen. Okay. Und ja, es sind ja zwei Konferenzen, die jetzt gerade parallel laufen. Genau, also das ist nicht schlimm, man kann sich nichts erteilen. Ich glaube, die Mitglieder in Dresden werden sich auch ohne mich gut amüsieren. Bestimmt. Okay, Bernd, das war's schon. Ich danke dir. Alles klar. Ich habe die Ehre. Die Ehre mit Nico Kern. Jetzt macht der hier die Schleimnummer. Ich mach das besonders gerne bei dir. Ja, ja. Sehr verehrter, hochverehrter Mitglied des Landtags, Nico Kern, in seiner Eigenschaft als Europamensch. Als Pirat, würde ich so sagen, in erster Linie hier. Das ist ja jetzt ein bisschen ein Understatement. Du machst dich jetzt ein bisschen kleiner, das finde ich gut. Ja, das ist immer. Aber wir nehmen alles sehr ernst, deswegen frage ich dich jetzt so in aller Ernsthaftigkeit, dass man dich auf der Europa- und Wirtschaftskonferenz trifft, ist keine große Überraschung. Denke ich mal, also hier wird keiner aus den Wolken gefallen sein, dass er mich hier trifft. Auch du nicht, glaube ich. Ja, ich war jetzt auch nicht so überrascht eben, weil man ja gehört hat, dass du in deiner Eigenschaft als MDL ja nur mit Europa-Themen zu tun hast. Auch wenn es die meisten wissen, darfst du noch mal eben kurz sagen, warum. Ja, also im NRW-Landtag beschäftige ich mich tatsächlich in erster Linie mit den Europathemen. Ich bin da im Europaausschuss und gleichzeitig der Vorsitzende, was eine sehr spannende und interessante Aufgabe ist. Und hier bin ich jetzt bei der EuviCon, weil wir heute auch nochmal über das Sixpack sprechen werden, über das EU-Sixpack. Nein, da muss ich dich zum Bauch fassen. Ich fühle mich angesprochen. Ja, nicht zu Unrecht, nein. Wir wollen ein bisschen noch über Europa-Programm, unsere programmatischen Aussagen zu Europa hier sprechen. Bei der EuviCon ist natürlich eine schöne Gelegenheit für unsere Inhalte. Aber eben bundesprogrammatische Aussagen, das hat ja nichts mit NRW an sich zu tun. Nee, richtig, aber ich sag mal so, ich war nicht ganz unbeteiligt an der Erarbeitung dieser Standpunkte. Also ihr arbeitet auch im Landtag manchmal? Manchmal, ja. Okay. Die Betonung war genau richtig. Ja, in dem Zusammenhang ist das passiert. Ja, ja. Wenn du jetzt kommt wieder so eine ernsthafte Frage, wenn du jetzt ein Thema oder zwei Themen hervorheben möchtest, welche würdest du da nennen? Also wenn man sich das Sixpack anschaut,
Dann haben wir auch schon versucht, ein bisschen nach Wichtigkeit zu gehen. Also ich will jetzt die anderen Themen nicht abwerten, aber wir haben ganz zu Anfang nach der Präambel uns um das, Thema Demokratie gekümmert. Demokratie-Add-on für Europa haben wir das genannt. Und als nächstes kam dann auch schon die Wirtschafts- und Währungsunion. Demokratie-Add-on für Europa. Geiler Name, ne? Das oder? Gefällt mir. Ja, sowas können nur Piraten ja, kommen. Natürlich. Ja? Und dann sagen wir doch jetzt einfach mal, was ist das Demokratie-Add-on für Europa? Ja, ist jetzt keine neue Erkenntnis von uns oder von mir. Dass es ein erhebliches Demokratiedefizit auf europäischer Ebene gibt. Das Interessante ist eben, was wir jetzt als Piraten dagegen setzen wollen, als Antwort auf diese Analyse. Und wir setzen eben auch nicht ganz überraschend auf die Elemente mehr direkte Demokratie. Und als ganz wesentliche Forderung, was in der heutigen Zeit auch beachtenswert ist, wir fordern ein Referendum, also sozusagen einen verfassungsgebenden Konvent, der eine Verfassung für Europa ausarbeiten soll, worüber dann auch alle Bürger Europas in einer Volksabstimmung abstimmen sollen. So, und das in Zeichen doch sehr, in Zeiten sehr viel kritischer Töne zu Europa ist das doch ein bemerkenswertes Statement, dass wir uns zu Europa bekennen. Also, aber wir wollen ja natürlich ein anderes Europa als das, was uns zurzeit die EU dort bietet. Also das, was wir natürlich auch noch nicht schaffen konnten, weil wir an der Bundesregierung bisher auch noch nie beteiligt waren, war nämlich mehr Demokratie für Deutschland. Damit habt ihr euch beschäftigt auf Europaebene. Genau. Gibt es da schon konkrete Vorstellungen, wie das funktionieren soll? Oder haben wir da noch unsere Allgemeinplätze stehen? Bürgerbeteiligung, wie es auch immer funktionieren soll. Wir arbeiten ja selber noch an den Techniken. Aber im Kern sagen wir ja, dass wir, so haben wir es ja in der Bundesrepublik verkündet, es gibt neue Techniken, wir arbeiten daran, diese Techniken einzusetzen. Wir kämpfen mit den Schwierigkeiten, wir sind aber davon überzeugt, dass es Lösungen gibt. Und wir sind ja immer näher dran. Und das Gleiche gilt dann auch für Europa? Genau. Aber über Tools habt ihr noch nicht diskutiert. Zum Glück, ne? Ja, fragt gar nicht. Sonst wären wir nicht so weit gekommen. Nein, das war ja jetzt ein erster wichtiger Schritt, dass wir sozusagen bei Europa sprechfähig wurden mit diesem Parteitagsbeschluss, den wir Gott sei Dank gefällt haben. Was hat der beinhaltet, der Parteitagsbeschluss? Das war sozusagen dieses Sixpack. Ah, das Sixpack. Okay. Das war das im Wesentlichen das Sixpack. Wir haben ja auch noch eine Aussage konkret zu unserer Sichtweise auf den ESM dort beschlossen. Das war nicht Teil des Sixpack und auch noch was zur Zeitumstellung. Ich sag mal, das ist jetzt, sage ich mal, von der Brisanz jetzt in der Euro-Finanzkrise vielleicht nicht ja, wir ganz haben noch gar so keine Finanzkrise, wir haben noch eine Bankenkrise. Ja, das ist auch schon mal eine wichtige Erkenntnis. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen, wo die Ursache ist. Es wird immer von Schuldenkrise oder noch verfälschender von Staatsschuldenkrise gesprochen. In Wahrheit haben wir halt eine Bankenkrise, eine Finanzkrise, eine Krise des Finanzsystems. Und da wird gerne eben die Verantwortlichkeit auch verwischt, weg von den Banken, von den Kapitalmarktakteuren hin zu Staaten, hin zum einfachen Bürger, was immer auch wieder gesagt wird, ja, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, ja, was totaler Bullshit ist, weil ich für meinen Teil kann sagen, nö, und viele andere, die ich kenne, würde ich auch sagen, absolut nicht, ja. Und wer hier über die Stränge geschlagen hat, wenn es was zu bezahlen gibt, ist wir immer viel praktischer. Genau, ne, das ist dann schöne Verschleierungstaktik unserer etablierten Parteien. Und da ist es eben schön, dass du es so klar gesagt hast, eben die Verantwortlichkeit doch bei anderen zu suchen und jetzt mit so einem billigen Trick, dann, dass wir alle, das ist das wir dann tatsächlich gerechtfertigt, dass wir alle dann dafür zahlen sollen, da sprechen wir uns ganz klar gegen aus in unserem Europa. Bevor ich gleich diesen Podcast brachial abwürge, weil ich ihn nicht zu lang werden lassen möchte, frage ich dich noch nach deinem Slot, den du sicherlich noch haben wirst. Heute Abend habe ich noch interessante Panel-Teilnehmer zu dem Thema unser EU-Sixpack und wie geht es weiter. Also ich habe es ein bisschen, glaube ich, denglisch genannt, EU-Sixpack and Beyond. Hey. Ja. Nach dem Demokratie-Add-on dann auch mal so ein Anglizismus. Also wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Läuft gerade parallel hier ein Panel. Vorher haben wir uns mit der Wir sind in der Aufzeichnung. Wir,
Ja, ja, gehört dazu, gehört dazu. Ja. Ja. Und eben haben wir noch über eine neue Welt, eine neue Finanzordnung oder Wirtschaftsordnung für Europa gesprochen. Und ich nehme das sozusagen den Ball dort ein bisschen auf. Und wir wollen jetzt diskutieren, eben wie, inwiefern können wir jetzt eine demokratische Antwort drauf finden? Wie muss Europa demokratisch eben mit dem Demokratie-Add-on verändert werden, um eine Lösung zu finden? Nicht, dass man sich halt von dieser Wirtschaftskrise auch demokratisch an die Wand drücken lässt. Das erleben wir ja gerade, eine Entdemokratisierung unserer Gesellschaft, dass man in der Postdemokratie angekommen ist. Der Herr Crouch hat das ja schon in seinem Buch ausgeführt. Und jetzt geht es sozusagen um die piratige Antwort. Und das würde ich gerne in diesem Panel besprechen. Da ist einmal ein Vertreter von Mehr Demokratie dabei, ein Vertreter von ATTAC und eine Professorin von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte. Und schauen wir mal, dass wir da eine Aufzeichnung hinkriegen, damit wir es hinterher gesondert veröffentlichen können. Das wäre toll. Vielen Dank. Danke für das Interview. So, ich mache das jetzt nochmal mit dieser großartigen Ankündigung. Ich habe vor mir sitzen Melanie Kalkowski, die Spitzenkandidatin der Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen. Hallo Melanie. Hallo Tobi. Wir hatten gerade schon mal einen Versuch, ob meine Batterien waren leer. Ja. Na? Du wolltest diesen authentischen Hintergrund haben. So ist das ja auch heute. Wir konnten es laut. Ja, ich wollte es authentisch haben und nicht in einem ruhigen Raum. Jetzt hast du mich auch noch verraten. Das ist doch hinter den Kulissen, Melanie. Du kannst doch nicht verraten. Das ist doch schön, wenn ich dich auch mal zum Kaspeln bringen kann. Hier. Hast du geschafft. Okay. Ich wollte von dir wissen, was du auf der Eubicon machen wirst. Du wirst morgen einen Slot haben und über deine Themen sprechen. Welche sind das? Genau, ich darf morgen über mein Lieblingsthema sprechen, über die Korruptionsbekämpfung. Der Slot findet morgen statt, von 3:15 bis 4:00. Da erzähle ich ein bisschen was zu Steuern, Lobbyismus, Korruption. Und ich habe auch zwei ganz tolle Gäste dabei. Einmal die Frau Stein von Transparency International und den Herrn Schwenger. Das ist einer von den relativ bekannten vier hessischen Steuerfahndern. Ah, okay. Und der wird dann morgen ein bisschen von seiner Geschichte erzählen. Ich leite mit dem Vortrag so ein bisschen ein, stelle unsere Piratenforderung und danach, denke ich mal, hat er im Gegensatz zu mir auf jeden Fall die Möglichkeit, auch mal aus dem Nähkästchen zu kommen. Das hört sehr interessant an. Lass mal ein bisschen über Korruption sprechen. Ja. Ich habe von außen mitbekommen, dass sowohl in Deutschland als auch in der EU eigentlich eine ganze Menge gegen Korruption getan worden ist. Die Gesetze sind verschärft worden, vieles ist härter geworden. Eigentlich müsste doch alles unproblematischer und besser sein. Warum haben wir denn da eigentlich noch ein Problem? Wir haben da noch eine riesengroße Lücke. Deutschland ist im internationalen Vergleich total weit abgeschlagen. Und, in der Wirtschaft oder in der Politik oder in beidem? Also wir müssen das in der Wirtschaft natürlich regeln, aber mir ist es persönlich wichtiger, erstmal die Grenzen in der Politik zu ziehen, denn da verhindert Korruption ein Stück weit auch Demokratie. Und deswegen ist mein Kernanliegen wirklich, die Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik neu zu zeichnen und da für schärfere Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen einzutreten. Also das heißt, meine Wahrnehmung ist da gar nicht so falsch, es ist eine Menge gegen Korruption getan worden, aber das eher in der Wirtschaft und eben nicht in der Politik. Und bisher ist es ja so, wie ist es bei Abgeordneten und wie ist es mit der Bestechung geregelt? Ja, der Paragraph 108e, das ist die Abgeordnetenbestechung, das muss dringend neu und vor allen Dingen schärfer geregelt werden. Warum? Wie ist es denn jetzt? Im Moment ist nur der direkte Stimmenankauf strafbar. Das heißt, das ganze Geld zustecken, die Dinge, die so im Verborgenen laufen und teilweise sogar halb offen, Verschwörungstheorie bestimmt. Nein, das sind keine Verschwörungstheorien. Das ist alles tatsächlich im Moment legal. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast sehr strenge Regeln im Beamtenbereich, zu Recht, die sind gut und richtig so. Das heißt, da darfst du noch nicht mal eine Schokolade annehmen. Finde ich absolut in Ordnung. Aber als Abgeordneter, da gibt es noch nicht mal irgendwo eine Grenze, da darfst du alles annehmen. Und das fängt an bei einer netten Flasche Wein, das geht über die VIP-Karten, dass ich ein automatisch Upgrade erhalte, dass ich super Bonuswein beim Fliegen sammle, bis hin zur direkten Geldannahme. Und die direkte Geldannahme, wenn das nicht mit einer Stimme verknüpft ist, ist derzeit in Deutschland nicht strafbar. Genau, und da müssen wir schärfere Regelungen finden, richtig. Hängt das denn direkt mit dem Thema Lobbyismus zusammen? In meinen Augen schon. Lobbyismus selbst ist ein neutraler Begriff. Und ich sage immer gerne, jeder von uns ist irgendwo Lobbyist für eine Sache, bevor ich bei der Piratenpartei war. Also nicht grundsätzlich verwerflich sofort. Lobbyismus selbst ist erstmal neutral. Lobbyismus wird dann
negativ und ist halt auch grundsätzlich der Begriff schon negativ konnotiert, wenn es eben darum geht, dass Geld ins Spiel kommt. Das heißt, jeder von uns ist ja irgendwo Lobbyist für eine Sache. Vor der Piratenpartei war ich auch Lobbyist, wenn ich irgendwie im Rat meiner Stadt aufgetreten bin und mich eingesetzt habe für Kinder- und Jugendarbeit oder für den Erhalt als Rettungsschwimmerin für uns Schwimmer und Freibäder. In dem Sinne war ich da gerade auch ein Lobbyist. Und es ist auch überhaupt nichts Falsches oder Verwerfliches daran, dass sich Politiker mit den verschiedenen Gruppen unterhalten, denn sie sollen ja möglichst alle Perspektiven kennenlernen. Es wird dann verwerflich, wenn das Geld ins Spiel kommt. Wenn ich eben die großen Interessensverbände habe, die tatsächlich mit ihrer Macht und mit ihrem Geld Politiker in eine gewisse Richtung beeinflussen und diejenigen, die das eben nicht haben, haben diese Möglichkeit. Okay, ja, ich würde sagen, dann freue ich mich morgen auf den Vortrag, auch auf den Steuerfahren, da bin ich ja mal sehr gespannt und ich denke, dass wir das auch im Plan insbesondere aufzeichnen. Und dann würde ich sagen, für heute noch, wir heute haben ja heute am Samstag, der Sonntag folgt noch, für heute noch einen schönen Tag auf der Euwikon. Bis dann, Melanie. Genau, ich werde morgen viele Themen von heute nochmal aufgreifen und nochmal darstellen. Wir haben heute ja viel von der Schere zwischen Arm und Reich gehört. Und da schauen wir uns dann einfach mal ein paar Fakten an, wie sich denn wirklich so die Besteuerung entwickelt hat, Ende der 70er bis zum heutigen Zeitpunkt. Ob das alles immer nur so gemunkelt ist und wie es eben wirklich aussieht. Ich bin gespannt, ich danke dir. Gerne. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Robert Stein-Holzheim und auf der Euwikon wirst du morgen einen Slot haben, aber bevor du über deinen Slot sprichst, möchte ich gerne, dass du mir eben so ein bisschen erzählst, wer du bist und was du so in der Partei bisher so getrieben hast. Ja, also der Lebensweg ganz kurz, eigentlich Musiker und dann in die Kommunikation gerutscht. Danke an Thomas Küppers, einen Mitorganisator der Euwikon, der gerade verkündet, aber wir verzeihen es ihm. Ja. Lass dich nicht stören, mach einfach weiter. Das ist live. Live, ja? Ist live, genau. So ist das. So. Dann bin ich in die Kommunikation gerutscht, habe sehr, sehr lange Public Relations gemacht, 15 Jahre, 17 Jahre PR gemacht für ganz große Unternehmen und im IT-Sektor, also hat Microsoft und Dell und solche Leute in der IT betreut, auf CeBIT und pressemäßig. Das sind die Firmen, die haben so 2-3 Mitarbeiter. Genau. Und dann habe ich mich ausbilden lassen, immer weiter in allen möglichen Belangen, was Kommunikation angeht. Und jetzt seit 10 Jahren mache ich hauptsächlich nur Trainings und Coachings. Okay. Und aber immer noch Musik. So. Immer noch Musik, das und, ist ein Hobby. Aber ja. Und ich bin sozusagen gefühlter Pirat, seit ich... Also sei es den Begriff überhaupt gibt. Ja, so. Ich habe das immer mit ganz viel Liebe betrachtet, aber auch immer mit großem Schmerz, weil ich gesehen habe, die öffentlichen Auftritte sind teilweise schwer daneben gegangen und haben das Gute, was eigentlich rüberzubringen war... Und lässt der Schmerz nach, wenn man Mitglied wird? Nein, der Schmerz nimmt dramatisch zu, aber die glückvollen Momente auch. Also okay. Das ist schon in Ordnung. Ja? Man muss, wissen wir alle, die wir bei den Piraten sind, du musst sozusagen... Leidensfähig. Ja, du musst leidensfähig sein und trotzdem die gute Laune und die Zuversicht, dass es gut weitergeht, nicht verlieren. Ja? Also, weil das hilft mir, dass ich Dinge ändere, die ich ändern kann und über die anderen darf ich mich nicht ärgern. Ne? Genau, richtig. Und dann machen wir weiter. So. Robert, morgen. Dein Slot. Was wirst du vortragen? Noch einen Satz dazu. Und deswegen unterstütze ich Kandidaten und Piraten, die es haben möchten, durch Seminare und Coachings, um besser zu werden in der Öffentlichkeit. Du lässt dich auch gar nicht auf ein Konzept bringen, wenn ich dich einfach unterbreche und das Thema wechsle. Ne? Ja, aber da merkt man das ja schon. Ja, du ja auch nicht. Ja, okay. Morgen. Ja, morgen. Morgen ganz was anderes. Als ich in die Piratenpartei reinging, habe ich mich... Eins der Schlüsselerlebnisse war, wie ich dem Plakat begegnet bin, für dieses System ist ein Update verfügbar. Geiles Logo. Da habe ich davor gestanden und habe gedacht, ja! Und ich habe mir auch gedacht, ganz, ganz viele Menschen fühlen das wahrscheinlich, genau, dieses System braucht ein Update. Weil ja so eine große Lethargie herrscht, dass dieses System immer weiter rennt auf seine üble Art und Weise und das Update kommt nicht. So. Dann habe ich das Update gesucht bei den Piraten. Ich meine, wir haben ein Programm und so weiter. Aber ich habe nirgendwo was gefunden auf, was ist eigentlich die Vision der Piratenpartei von einer gesellschaftlichen Entwicklung. Also ich habe Forderungen gefunden, Transparenz, Teilhabe und so weiter und so fort. Aber auf der visionären Ebene habe ich nichts gefunden. Dann habe ich angefangen, Videos zu produzieren. So unter dem Titel ein paar Zeilen Base Code dieses Updates. Oder Piratenvision oder solche Sachen.
wenn ich einen Link von dem Nachhinein kriege, würde ich das gerne mit in die Shownotes aufnehmen. Sehr gerne, aber wenn du mich auf YouTube suchst, findest du mich. Ganz leicht. Gut, das hat der Hörer dann jetzt auch mitbekommen, das hat schon mal geholfen, aber ich versuche es dann einzubauen. Ja, genau. Bitte. Es gibt auch ein Video, da trommel ich und versuche gleichzeitig was zu erklären. Das ist bisher am meisten angeklickt worden. Irgendwie stehen die Leute mehr aufs Trommeln als aufs Reden, scheint mir. Okay. Aber das nur nebenbei. So. Und jetzt ist vor 2 Wochen Folgendes passiert, da hat mich ein Direktkandidat angerufen und hat gesagt, wir haben eine Art Wahlprüfstein reingekriegt, da macht jemand eine Webseite, wo die Visionen der Parteien draufstehen. Mhm. Und du hast doch diese Videos gemacht, wo du die Vision so prima erzählst, wärst du so freundlich und schreibst uns das mal auf. Ja. Und ich habe einfach naiv Ja gesagt. So. Dann saß ich am Rechner und dachte so, ich schreibe jetzt die gesellschaftliche Vision der Piratenpartei auf. Und dachte mir, oha, das ist irgendwie heavy, aber ich kann es mal versuchen. Ja, so. Also habe ich das gemacht und versucht, ein paar Leute hin und her gefeedbackt und so weiter. Und dadurch ist eben ein Text entstanden, der heißt, die gesellschaftliche Vision der Piratenpartei. Und steht überall dabei, ist nicht verabschiedete Meinung, subjektive Darstellung von Robert und so weiter. Ja, so. Aber es gibt jetzt diesen Text und den habe ich ein paar Leuten geschickt. Ich habe ganz schnell sehr viel Unterstützung gefunden. Also der Bruno ist ein Unterstützer des Textes, der Johannes ist ein Unterstützer des Textes. Bruno Gerd Kramm und Johannes Bonada. Genau. 15 andere Leute, die das Wiki bereits unterschrieben haben. Ich habe innerhalb von 2 Tagen jetzt weit über 100 Likes auf der Facebook-Seite, die ich dafür aufgemacht habe. Da können Leute sich den Text auch durchlesen. Und mir war von Anfang an ganz wichtig, das war ja so eine Art kreativer, künstlerischer Akt, den zu schreiben. Mhm. Ich habe versucht, diesen Unterstrom, der uns alle verbindet, was ist es, ein Pirat zu sein? Was ist das wirklich Neue an uns im Vergleich zu den anderen inhaltlichen Parteien? Kannst du es in kurzer Form sagen? Das ist gemein, ich weiß. Das ist gemein, ja. Bisher wurde fast alles, was irgendwie diskutiert wurde, immer in Gegensatzpaaren gedacht. War, falsch, dafür, dagegen, groß, klein, schön, hässlich, angemessen, unangemessen und so weiter und so fort. Durch diese Gegensatzpaare kriegst du immer ein konfrontatives Diskussionsverhältnis, was dann nach Marx dialektisch sich immer weiter fortpflanzt. Und ich glaube, hier gibt es einen kategorialen Sprung in dem, was ich in der Piratenpartei gefunden habe, zu meiner großen Freude, nämlich den Ansatz, dass diese Konsensidee und so weiter, die es beim Piraten eben gibt, inwiefern kann man, wenn man solche polaren Gegensätze hat, sich die sinnvolle Frage stellen, wie können diese Gegensätze dennoch durch ein komplexes Zusammenspiel gemeinsam zum Funktionieren gebracht werden? Das finde ich ist ein ganz großartiger Gedanke, der, man könnte sagen, die Polaritäten auflöst, um ein Drittes zu ermöglichen, etwas ganz Neues, was die beiden Einzelnen, die vorher die Position vertreten haben, alleine nicht hätten erschaffen können. Und damit sind wir neu? Ja, sagen wir mal, das ist, wenn das für die Philosophen unter den Zuhörern, das ist das Gedankengut von Gotthard Günther, polykontextuale Logik und so weiter. Da steckt also richtig was Profundes dahinter, aus dem Bereich der Logik. Ja, das habe ich noch nirgendwo anders gefunden, außer bei den Piraten. Okay. Ja. Und was Zweites habe ich auch gefunden bei den Piraten, was ich sonst nirgendwo gefunden habe. Nämlich, es gibt einen Großteil der Leute bei uns, sind aus dieser absolutistischen Wahnsinnsidee ausgestiegen, es gäbe eine Wahrheit und die würde verbindlich für alle gelten. Bei uns wird es tatsächlich auch so gelebt, dass es, du hast deine Lebenswahrheit, ich habe meine Lebenswahrheit, er hat seine. Jetzt müssen wir miteinander, die Wahrheit ist auf uns verteilt, damit zurechtkommen, dass wir in unterschiedlichen Welten leben und gemeinsam eine Welt gestalten, die uns allen die Freiheitsgrade gibt, uns zu entwickeln. Es soll ja Piraten geben, die sagen, ich bin Pirat für einige wenige wichtige Themen und mit den anderen kann ich mich anfreunden, wenn sie nicht zu mir passen. Ja. Ja. Das wird ja schon in deine Konsensrichtung gehen. Genau. Also Absolutismus wäre, ich habe Recht und du hast Unrecht und solange du es nicht verstehst, solange du mir nicht zustimmst, bist du blöd. Das ist Absolutismus. Es kann aber auch sein, kommt vor in der Piratenpartei. Ja, sowas kommt überall vor. Aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die richtig zuhören und sagen, ich bin dieser Meinung, du bist dieser Meinung. Das würde ich doch erstmal ganz genau gern verstehen, das sind sicher gute Gründe. Wie kommst du denn zu dieser Meinung? Und plötzlich passiert was und du merkst, stimmt, da gibt es Ansatzpunkte, wo wir sozusagen ein größeres gemeinsames Drittes bauen können, wo beide diese Standpunkte drin integriert sind und was Neues entsteht. Und das finde ich das ist 2.0 für mich. Ja? Okay, das ist
Das ist 2.0 für mich. Auch das ist ja zum Glück nicht mal klar definiert, was 2.0 ist. Und so haben wir alle die Freiheit zu sagen, darunter verstehe ich 2.0 und diesen Teilbereich möchte ich gerne weiter etablieren. Ja. Und morgen wirst du dazu... Morgen werde ich erstmal eine kurze Einführung zu dem Thema geben. Ich werde dieses Papier vorstellen, diese gesellschaftliche Vision, so wie sie jetzt dasteht. Und dann werde ich mit der ganzen Gruppe ein Format machen, das nennt sich World Café. Da hast du dann 4 oder 5 Tische, an jedem Tisch sitzen 3 bis 5 Leute. An jedem Tisch bleibt immer eine Person sitzen und wenn so eine Glocke läutet, dann wechseln alle anderen zu den anderen Tischen. Das passiert so 3-4 Mal. Das heißt, eine Person bleibt immer stabil an den Tischen und die anderen wechseln. Okay. Und an jedem Tisch wird eine Frage gestellt. Zum Beispiel, was würde das Auflösen der Polaritäten und die sinnvolle Frage, wie kann man polare Sachen dennoch zum Funktionieren bringen, was würde das für das politische Handeln bedeuten bei den Piraten? Und dann gibt es diese Frage an einem Tisch. Und die ersten 3, die an dem Tisch sitzen mit dem Gastgeber, diskutieren das. Dann kommen die nächsten 3, diskutieren das mit dem. Dann kommen die nächsten 3, diskutieren das mit dem. An anderen Tischen werden andere Fragen diskutiert. Und auf dem Tisch liegt ein großes Stück Papier, so ein Flipchart, und bunte Stifte. Und alles, was sie da besprechen, wird mitnotiert. Dadurch entsteht ein großer, bunter Flipchart. Und die Schlussrunde ist dann, dass die Gastgeber von diesen Tischen, diese Flipcharts, werden an die Wand gehängt. Und stellen sich hin, erklären, an meinem Tisch ist zu folgender Frage von jetzt 20 Piraten oder so, innerhalb der letzten halben Stunde haben wir folgende Inputs, gute Ideen, Erweiterung der Idee oder sowas abgreifen. Das Ganze wird mitnotiert, aufgeschrieben und zum Schluss als eine Art Artikel veröffentlicht. Und damit ist sozusagen diese Vision nur die Basis, um eben diesen interaktiven Prozess des Darübersprechens anzuregen. Auch das werden wir versuchen aufzuzeichnen. Jetzt muss ich dich aber noch mal ganz unverschämt fragen. Ich glaube, das ist gar nicht so unverschämt. Wo denn da so die Brücke zu Europa und Wirtschaft, Gesellschaft zu schlagen ist? Ja, das wird sich durch die Fragen ergeben. Also es wird kommt darauf an, wie viele Leute ich morgen habe, irgendwas zwischen dann, was ich, 3 und vielleicht 5 Fragen geben, die ich vorbereite. Und da ist selbstverständlich auch die Frage dabei, diese Art der politischen Haltung, so wie sie in der Vision dargestellt wird oder wie sie hier im Raum erweitert wurde, was bedeutet die, und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, die Art und Weise der Kooperation der europäischen Piratenparteien. Okay. Ja, Robert, freue ich mich auf deinen Slot und ich würde sagen, danke schon mal für die Vorstellung. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Danke. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.